Was passiert jetzt mal eine Runde weiter gleich? Erstmal müssen wir ein paar Einheiten noch hin und her schubsen. Aber was passiert, wenn wir gleich eine Runde 230 gehen? Es wird eine Sondersitzung des Weltkongresses geben. Wird es eine sein, wo man uns überschüttet mit Hilfslieferungen, weil in unserem Territorium ein Hurricane seine Runden dreht und viele Menschenleben gekostet hat in den Städten Anbei? Rundherum, er zieht übrigens Richtung Westen. Das haben wir schon eben gucken können auf dem Weltklimabildschirm. Da kann man bei der letzten Katastrophe immer sehen, in welche Richtung sie sich bewegt. Es sei denn, es ist ein Vulkanausbruch, der bewegt sich in der Regel nicht. Es sei denn, es wäre irgendwie so ein außerirdischer Fantasy-Vulkan, aber das ist jetzt egal. Ist es das oder sagt die Welt, nee, wir haben die Schnauze voll von diesem Simon Bolivar und seinem greisen bisweilen auch Waisenbrater WB und seiner Bullenbande? Er hat hier einen langjährigen Allianzpartner überfallen, Biene Maya, die Maya, das Maya-Oberhaupt. Dem erklären dann selbst unsere Allianzpartner den Krieg. Das wäre möglich. Wird es das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal weiter. Wir schubsen ein paar Einheiten rum und lassen uns dann überraschen. Wir haben eine fremde Hauptstadt eingenommen. 4 Zeitalterpunkte. Oder wie der kultivierte und zivilisierte Zimmer zu sagen pflegt, 4 Zeitarbeiterpunkte für uns. Sehr schön. Freut mich sehr. Freut mich echt sehr. Treffen des Weltkongresses steht bevor. Mehr Wohnraum benötigt in Tikal. Das wäre höchstens ein Anlass zu sagen, kommt, es ist uns vollkommen egal, wie viel Nahrung hier produziert wird. Können wir noch etwas mehr auf Produktion gehen. Haben wir jetzt gemacht. Produktionsfokus. Produktionsfokus. Dann Annehmlichkeiten in vielen Städten, das ist dann halt so. Wir haben eben bei der Regierungsbildung ausgeschlagen, die Möglichkeit, uns mehr Annehmlichkeiten zu holen. Das wäre möglich gewesen. Blick auf den Stadtstatus zeigt uns an, alle zufrieden. Wir haben -1 teilweise, aber das sackt noch nicht ab in unzufrieden. Wir sind nur 1 drunter. Oder haben wir 1 mehr, mal zum Ende? Wir haben 1 weniger, ne? Wir haben 1 weniger. Wir haben 1 weniger, wir sind noch im Bereich von zufrieden. So, dann hatten wir hier keinen Vulkanausbruch provoziert. Wir wollen uns noch Koba holen. Der Rest kann uns eigentlich egal sein. Es gibt zwar Uxmal und diese ganzen Kleinstädtchen, die sind eigentlich nicht so relevant. Uxmal, vielleicht nach Koba noch, dann haben wir ja so viel Bevölkerungsdruck, dass alles okay ist. Aber und hier bekämen wir ein Handelszentrum, das nicht ausgebaut ist, ein brennendes Lager. Hier unten ist die Armee, hier haben wir unseren Spion drin. Und hier ist noch ein Kürassier, hier unten hält er sich versteckt. Und ein Seher, Ei da raus. Und ein Vulkan daneben. Wir können auch Uxmal ignorieren. Mal gucken. Die Seher, die wir gleich haben, wir brauchen einen hier, wir haben 4, ne? Wir haben, glaube ich, 4 Seher im Spiel. Haben wir 4 oder 5? Ich denke 4. Viel mehr. Wir haben so viele. Dann lassen wir mal. Wie viele haben wir hier oben? Da oben hatten wir 2. Für jede Hauptstadt, die wir angreifen, eine. Einen hier, einen da oben. Lassen wir mal nebeneinander stehen hier. Dann haben wir hier einen Seher, entschuldigt bitte. Ich glaube, der ist auf dem Wasserweg schneller unterwegs. Den ziehen wir hier rüber. Wir sind so fix auf dem Wasserweg. Kann sein, dass wir eben im Wasser waren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt sind wir wieder bei denen. Wenn wir so viele haben, dann könnten wir mit ihnen, ja. Einen lassen wir mal hier und stellen den mal hier rein. Gott, ist der lahm. Die sind immer so langsam. Unfassbar langsam. Und dann haben wir die Generäle, pussen wir am Ende. Der bleibt hier stehen und heilt. Hier können wir runterziehen nach Koba. Die können 2 Felder aus weit feuern. Dann blocken wir mit ihnen ab.
Also ein einzelner Panzer, der hat schon gezogen. Da geht's hier hin. Ziehen die mal raus aus dem Reich der Mapuche, weil falls uns nachher nach dem Weltkongress treffen, die Mapuche dabei den Krieg erklären, wenn alle Einheiten innerhalb deren Territoriums stehen, rausgebeamt und verlieren danach vermutlich ihre Bewegungspunkte für die neue Runde und stehen dann irgendwo doof rum. Deshalb platziere ich die lieber jetzt schon irgendwo hin, wo wir die auch gebrauchen können. Das ist mir klüger. Das ist mir wichtiger. Ziehen wir alle einmal raus. Den Aufklärungsballon brauchen wir in der Nähe unserer Artillerien. Hier, der ihnen mehr Reichweite und mehr Bewegung, glaube ich, auch gibt, wenn ich mich recht entsinne. Den Infanteriekorps an Land, das wird jetzt ein bisschen, doch es geht, hier an Land. Jetzt können wir eine weitere Armee bilden von den beiden Herrschaften hier nebeneinander. Ah, nächste Runde erst, weil wenn wir hier gehen würden auf Armee, das ist eigentlich egal, dann kommen die hier hin. Das kann man machen. Und dann haben wir noch... Wo ist das? Wir haben noch irgendwo hier einen Feldkanonenkorps. Das hatten wir, glaube ich, hier raufgestellt. Das ist es. Nee, das ist eine Artillerie. Matsumen, siehst du das Feldkanonenkorps? Das zweite, da ist es, ich hab's schon. Das ist das Inkanonenkorps. Das kann sich nicht mehr bewegen und da wollten wir die Kanone in die Nähe schicken. Die beiden wollten wir zusammenführen. Hier ziehen wir aus dem Territorium. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ziehen wir mal. Also falls sie uns den Krieg erklären, die Hauptstadt, um die einzunehmen, ist hier unten. Aber wir sollten dann eher angreifen von der Seite aus. Willimapu einnehmen, dann Gulumapu. Denn über die Küste kommt man schwer rein. Hier sind teilweise Klippen und hier feuern die Lager auf einen Vulkan ist da. Wir lassen die sogar mal hinten stehen. Wir ziehen mal mit ihm ja rein in die Hauptstadt. Auch wenn euch das verblüffen wird. Ziehen auch einen Seher hier wieder rein. Mit dem Militärpionier hier beenden wir die Eisenbahnverbindung zwischen Philadelphia und Port Boston. Dann haben wir hier noch verschiedene Handwerker, die wir hin und her ziehen können. Ich lasse dann... Wir lassen sogar einmal hier stehen. Der kann, die können die Einheiten beschleunigen. Einen der beiden wollten wir upgraden. Bildet eine Armada. Das machen wir aus einem Kriegsschiff. Das heißt, das Kriegsschiff, da können wir eine Armada draus machen, wenn wir hier draufklicken. Das geht innerhalb der eigenen Grenzen. Das hier ist jetzt das eigene Territorium, das Fitzelchen hier. Das können wir machen. Das heißt, wir ziehen das oder wir beschleunigen einen Zerstörer nachher. Nee, wir machen das jetzt hier. Kriegsschiff ist cool. Wir ziehen mit dem Kriegsschiff hier hin. Ziehen mit dem Admiral drauf.
lösen jetzt das und sagen jetzt dem Admiral, der uns nicht mehr helfen kann, weil er nur bis zum Industriezeitalter boostet und wir nur noch Panzerschiffe haben, die denen er helfen kann und sonst keinen mehr, sagen dem jetzt, setz dich zur Ruhe und Achtung, gibt sogar Zeitalterpunkte und haben jetzt 3 auf einen Schlag und die erste Armada. Erste Armada der Welt. 2 Zeitalterpunkte. Die enorme Macht der ersten Armada der Welt erwartet euer Kommando, in See zu stechen. 2 Zeitalterpunkte. Oder wie der militaristische, aufgepeitschte Bullist zu sagen pflegt und der Zeitarbeiter auch 2 Zeitarbeiterpunkte. Das sagt der kultivierte und zivilisierte Zibber bei dieser Gelegenheit. So. Hier mit Ihnen können wir gleich nachher ein bisschen reparieren. Das war's. Er bleibt hier unten. Er soll ja das mit ihm gleich hier ein bisschen schützen. Der kann ihn boosten. Moderne, alles gut, passt. Und die parken hier. Oh Gott, der Militärpionier, hat der gelitten. Ich ziehe ihn mal zurück, weil der Hurricane zieht ja Richtung Westen und der wird dann nur noch verwundet. Der soll da einmal heilen, bitte. Wie sieht's aus bei den goldenen Zeitaltern? 181 Punkte haben wir. Das war der letzte fehlende Punkt, das letzte Bausteinchen für ein erneutes goldenes Zeitalter. Alles, was wir ab jetzt reinholen, ist im Prinzip Perlen für die Säue. Ein Händler in Bogota und den... Nee, den ziehen wir woanders hin. Den ziehen wir irgendwo hin, wo er mehr Gold bringt. Ich glaube... Ich glaube, DJ Pascha, das bringt, glaube ich, was. Oh Gott, ich habe den falschen. Ja, der soll bitte, na, DJ Pascha. Das gibt schön viel Gold. DJ Pascha. Reißend. 44 Gold nach Salvador de Bahia. Oh Gott, wie viel Gold wir bekommen. Unfassbar. 967, der nächste Händler katapultiert uns in den vierstelligen Bereich. Es sei denn, Fusilini erklärt uns einen Krieg. Dann würden Mazzoman die Handelsrouten weiterlaufen, aber eventuell demnächst geplündert werden. Tatsächlich werden die Handelswege dann abgebrochen werden. Oh, das ist ja noch schlimmer. Obwohl unsere Händler nicht geplündert werden können wegen der Munzreform, bist du dir sicher? Ja, aber wenn uns die Zivilisation den Krieg erklärt, dann wird die nicht mehr mit uns handeln wollen. Frechdachse. Dann, oh Gott, wie viele das hier sind. Mit denen geht's ab ins Wasser hier oben. Meine Güte. Er geht zum Reparieren hier oben hin. So, und mit dem Panzerschiff wollten wir gen Norden fahren und nebenbei ein bisschen die letzten Flecken erkunden. Das Lager kann nicht feuern, kein Grund zur Sorge. Eine weitere Eisenbahnverbindung. Ein Spion in Valladolid angekommen. Moment, lass mal kurz nachdenken. Stimmt, den Horchposten können wir nicht machen, weil wir eine Allianz haben. Hätten wir keine Allianz mehr, könnten wir in Friedenszeiten auch einen Horchposten errichten. Dann hätten wir einen Kampfvorteil, während der Horchposten da ist. Sollten die uns gleich den Krieg erklären? Nach dem Weltkongress. Dann könnten wir dann den Horchposten einrichten. Unterm Strich, was ich damit sagen wollte, wir setzen eine Runde aus und gucken, was der Weltkongress bringt.
So, der Versorgungskonvoi, der als Heiler eingesetzt ist. Den lasse ich mal in Frontnähe, also in stehen. Hier irgendwo so in der Nähe stehen. Wir müssen gleich noch die Generäle puzzeln. Oh, die hat aber auch viele Bürger mittlerweile. Chichen Itza. Mann, oh Mann. Und jetzt. Der bleibt hier stehen. Der Seher bleibt hier stehen. Der Aufklärungsballon steht bereits neben den Artillerien, bleibt dort stehen und boostet die. Jetzt kommt das große generelle Puzzeln. Wir haben drei Herrschaften vor Ort. Einen schicken wir nach unten in die Stadt rein. Er unterstützt die in diesem Bereich. Einen zweiten schicken wir in den Bereich hier oben rein. Der kann ja nicht zerstört werden. Da ist jetzt alles schön gleichmäßig verteilt. Jetzt eine Runde weiter. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, Leute. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Gibt es jetzt den Weltkongress? Mal gucken, was passiert. Ob uns die halbe Welt den Krieg erklärt oder nicht. Eine Runde weiter, Leute. Eine Runde weiter, ja? Na, wir haben eine Agenda erfüllt und der böse Bursche Philipp freut sich. Diejenigen unter uns mit einer starken Marine können ihren Willen auf der ganzen Welt durchsetzen, denn wir sind die wahren Herrscher der Meere. Wir haben die Agenda Große Weiße Flotte von Philipp II. Erfüllt. Große Weiße Flotte. Ich glaube, das ist irgendwie eine Vision aus einem seiner Träume. Vielleicht denkt er selber, er sei eine Große Weiße Flotte. Dieser Gag. Nenn ich dieser Gag, dieser Gag. Wie geht's weiter? Und? Krieg? Kein Krieg? Weltkongress? Hoffentlich geht das gut. Mal gucken, was sie von uns wollen. Nein! Das ist doch uralt! Nein! Was? Wie? Wo? Nein! Zwei auf einmal? Zwei Notfälle auf einmal gegen uns? Wir werden zweifach an den Pranger gestellt. Zwei Notfälle auf einmal? Der Simon Bolivar hat Philadelphia erobert. Wir müssen dieser Aggressivität standhalten. Und oder der Simon Bolivar hat Vakshanil Ayaf, aka Biene Maya, betrogen. Wir müssen diesen Verrat bestrafen. Das ist ja unfassbar. Das war Teddy, oder? Im Chat wurde zuvor gesagt von The Cranium, das war Teddy die Sau. Wir wollt doch keine Schweine beleidigen. Mit Teddy vergleichen. Schweine haben euch nichts getan. Biene Maya auch. Biene Maya und Teddy betteln um Hilfe. Der hat doch eben noch mit uns einen Handel. Der hat sich eben von uns Diamanten geben lassen, Matze.
Eben ist Teddy auf uns zugekommen, hat gesagt, hier, gib mir Diamanten, wir geben dir Geld und offene Grenzen. Oder? Also ich finde, dafür sollten wir einen Verrat Notfall gegenüber Teddy jetzt deklarieren. Das sehe ich auch so. Wir dürfen nicht drüber abstimmen. Doch, wir dürfen drüber abstimmen. Wir dürfen nur dagegen abstimmen. Und ohne Abgabe einer Stimme geht nichts. Wir lesen uns das nachher durch. Einmal dagegen abstimmen. Wir können nur dagegen abstimmen. Einmal gratis dagegen abstimmen. Theoretisch könnten wir jede Menge Gunst investieren, um zu sagen, oh Gott, greift uns nicht an, wir sind zart beseitet, uns bricht der Fingernagel ab, aber wir haben ja keine Gunstpunkte. Nicht deshalb, weil wir die verkauft haben wie sonst, sondern weil wir ja, mittlerweile gibt es ja bei Civ 6, wenn man ein bisschen destruktiv in der Weltgeschichte aufgetreten ist, dann kann es passieren, dass man jede Runde einen Minusbetrag erwirtschaftet und wenn man sehr destruktiv war, dann fällt dieser Minusbetrag auf Dauer so hoch auf, dass dass man dann irgendwann blank dasteht und nie mehr irgendwie Gunst in die Waagschale werfen kann. Also wir sind dagegen, tut uns nichts. Jetzt bin ich sehr gespannt, Leute. Ich will das Ergebnis haben. Ich will nicht, dass ein Tornado ausbricht. Naturkatastrophe tritt auf und quält die Städte. Eine sich schnell bewegende Sturmlinie rast über den sich verdunkelnden Sommerhimmel. Reden die über Teddy? Eine sich schnell bewegende Sturmlinie rast über die Welt. Reden die über Biene Maya? Ich fürchte über uns. Und es bilden sich unheilvolle Tornados aus. Ja, wir kommen euch mit unheilvollen Tornados, wenn ihr uns jetzt ans Zeug flickt. Wir werden die Katastrophe dieser Welt werden. Stimmt richtig ab, Bürschlein, Mägdlein, Maiden und Jungs in der großen, weiten Welt. Ihr Bübchen, stimmt richtig ab, sonst wien sie der Tornado, der die ganze Welt verwüsten wird. Überlegt euch das gut, ich will niemandem drohen. Ihr Staatsverwalter, ich will niemandem drohen. Aber diese Fratze der Wut verheißt euch das Allerschlimmste, was euch widerfahren kann. Achtet so sehr darauf, wo ihr eure Stimme abgebt. Achtet gut drauf. Ich hoffe, das hat gereicht. Mal gucken, was passiert. Ein Notfall abgelehnt, der mit Teddy, einer angenommen. Wir sind jetzt im Krieg mit den Azteken und mit Biene Maya und mit dem bösen Burschen Philipp. Das ist sehr interessant. Nicht bitte bösen Burschen Philipp, wir sind mit Fusilini im Krieg. Das ist richtig kacke, Leute. Das ist richtig doof. Wir hatten alle unsere Händler darauf gesetzt, mit ihm zu handeln. Wir verlieren unser ganzes fettes Handelsplus. Alles aus die Maus. Die Azteken. Das Reich ganz im Westen, das ist das, wo wir am schlechtesten hinkommen. Und wir haben die gemeinsame Grenze, unser Außenposten, die vier kleinen Städte, da liegen direkt neben dem Aztekenreich. Nicht, dass wir sind natürlich stärker, aber trotzdem. Geldfutsch, Bedrohung, ausgerechnet im Westen, da wo wir keine Truppen haben. Und da wo wir Truppen haben, erklärt uns keiner den Krieg. Bei Mapuche können wir nicht einreihen. Aber Fusilini, dessen Hauptstadt ist am Wasser. Aber wir haben generell jetzt kaum noch Geld, um Schiffe zu kaufen. Mal gucken, wie wir das machen. Mal gucken, wie wir das machen. Was ist denn passiert hier? Biene Maya hat dafür gestimmt. Überraschung. Montezuma hat sechs Stimmen. Montezuma hat all sein Geld und Gold und seine Gunst in die Waagschale geworfen, um uns an den Karren zu pinkeln. Montezuma, der falsche Mann. Montezuma ist deshalb auch mit uns im Krieg. Sechs Stimmen, der hat Gunst ohne Ende ausgegeben. Guck mal da oben. Der hat nichts mehr übrig an Gunst. Der hat die alle für uns aus dem Fenster gehauen. Ich hasse ihn. Peter nur eine Stimme. Fusilini ein Stimmchen, das hat schon gereicht. Lautaro an unserer Seite. Teddy, wir hatten ihn bezichtigt an unserer Seite. Wie hat Teddy denn hier oben abgestimmt? Hier war Teddy dafür. Teddy wollte, dass man für ihn kämpft, aber nicht, dass man für Biene Maya kämpft.
Fanny war der Einzige, der dafür gestimmt hat. Und das ist auch der Notfall, der wurde auch deshalb abgelehnt, weil hier durften unsere Alliierten nicht mit abstimmen. Das war ein normaler Notfall, also nur DJ und Teddy durften abstimmen. Und DJ Pacha hat so Angst vor uns, der hat nicht dafür gestimmt. Und hier dürfen halt alle abstimmen, auch unsere Alliierten. Das war diese Sondergeschichte, ne? Ja, krass. Also ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Lautaro im Krieg wäre jetzt toll gewesen und auch der Spanier, aber genau die beiden, die wir eigentlich nicht gebrauchen können jetzt. Nee. Guck mal, wie unser Goldertrag geschrumpft ist. Plus 442 ist cool in früheren Zeitaltern, mittlerweile nicht mehr. Wir hatten fast 1000. Ich hatte gehofft, dass wir ab diesem Rundenwechsel erstmals vierstellig pro Runde dazu bekommen hätten. Wir haben eben Geld aus dem Fenster gehauen, um Seehäfen zu bauen, die wir jetzt nicht mehr brauchen, um die Seehäfen zu kaufen. Jetzt können wir dort Schiffe nur noch bauen, aber nicht mehr kaufen. Krieg, Notfall, Krieg, Krieg, Krieg. Und das heißt jetzt konkret, wir haben weniger Kampfstärke im Kampf gegen die, also im Kampf gegen alle drei, Biene Maya, Fusilini, die Brasilianer und gegen die Azteken und Monte. Minus 3 Kampfstärke. Nee, das ist das, Entschuldigung, Quatsch, vergesst es, das ist deren Belohnung. Wenn die, also die werden das nicht schaffen. Das müssen wir uns jetzt gar nicht durchlesen. Also wenn wir gewinnen, das ist hier unten, wir werden ja gewinnen. Ja, ich hoffe natürlich, das läuft ja über 30 Runden und ist vorher die Partie schon zu Ende ist und zu unseren Gunsten. Deshalb ist das hier unten Quatsch. Also das müssen wir uns gar nicht durchlesen. Interessant sind nur die laufenden Effekte. Und das stimmt ja doch. Also wir haben minus 3 Kampfstärke gegen die 3. Die haben einen Fortbewegungspunkt mehr, wenn sie es in unser Reich reinschaffen. Und wenn die untereinander Handel treiben, jede Handelsroute plus 2 Produktion. Und unsere Stadt, haben alle unsere Städte plus 20 pro Runde oder nur eine Stadt? Nee, Bogota. Bogota, die Hauptstadt, plus 20 Loyalität, das kann uns egal sein. Alle Mitglieder untereinander, die 3, Frieden, offene Grenzen, geteilte Sichtbarkeit. Also für uns relevant ist eigentlich nur, das ist der erste Punkt, dass wir minus 3 Kampfstärke haben, dass sie bei uns schneller sind, da müssen wir drauf achten, wenn es ans Einheitenpuzzeln geht. Aber relevant ist einfach nur die minus 3 Kampfstärke, das ist alles nicht so schlimm. Auch die geteilte Sichtbarkeit, da kann die KI nicht clever mit umgehen. Also die minus 3 Kampfstärke sind doof, aber das ist alles nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Jetzt kommt eine große Persönlichkeit dazu. Wir rekrutieren einen großen Händler, der uns 3 Öl pro Runde gleich gibt, wenn wir ihn aufgelöst haben. Und unsere Handelswege erhalten 2 Gold für jede strategische Ressource bei der Zielstadt. Der wird rekrutiert. So, guck mal, all die Meldungen auf der rechten Seite. So viele Meldungen. Jetzt wird im Chat sogar gemutmaßt von Teplotaxel, ob wir nicht denn fragen sollen, den Lautaro, ob er nicht mit uns kämpft, aber ein Schritt nach dem anderen. Lass uns die Situation mal peilen, ja? 3 Ziele. Biene Maya ist weiterhin hier. Wir holen uns die beiden Städte noch, Kobat, Chichen Itza und so weiter. Zweite Ziel direkt nördlich von uns, das ist Fusilini. Die Militärstärke von Fusilini liegt bei 80. Der erklärt uns den Krieg mit 80 Militärstärke. Und er hat auch kaum Gold, um Einheiten zu kaufen. 1218 hat er auf der hohen Kante. Der hat Eier. Respekt. Also Fusilini hat sich irgendwie aufgeregt über uns. 80 gegen... Ja, also. Und Monte hat 658, das ist nicht die super Bedrohung, aber die ist wahrscheinlich in seinem Reich konzentriert und hat relativ viel Gold, nämlich 2486, um noch Einheiten zu kaufen. Er ist sauer auf uns, richtig sauer auf uns. Er hat mit niemandem Krieg und er versteht sich mit den Mapuche gut. Das ist doof. Peter kann es egal sein, selbst wenn er sich mit den Mapuche schlecht steht, und das tut er nicht, die sind dick, dick befreundet. Also auch die werden wir nicht in den Krieg reinzerren gegen ihn. Das wird nicht klappen. Wir werfen einen Blick auf die Azteken, die sind hier vorne. Hier müssen wir aufpassen, weil wir hier eine gemeinsame Grenze haben und kaum Truppen.
Hier haben wir Panzer unterwegs, die ziehen schnell rüber. Hier unten ist ein Schiffchen, das zieht auch nach. Wir müssen nur die Hauptstadt einnehmen, das wird aber schwer. Wie auch immer, die Würfel sind neu gemischt. Er wird uns angreifen. Wo der uns angreifen wird, wissen wir nicht sicher. Hier ist ein Seher. Hier ist ein Vulkan. Er wird wahrscheinlich den Vulkan zur Explosion bringen und versuchen, uns zu schädigen. Jetzt haben wir gut beschützte Städte. Ja, 98 Verteidigung ist dick. Wie sieht es bei der Forschung aus? Peter hat 50 Techs. Wir haben 49. Monte hat nur 46. Das ist gut. Und was mich tatsächlich bei Peter etwas beunruhigt, ist, dass er so eine Spezialeinheit hat, so eine Marineeinheit, und wir beide unsere Hauptstädte an der Küste haben, mit der er vielleicht zu uns kommen könnte und uns ein bisschen ärgern kann. Oh Gott, ich glaube, das ist der Peter, oder? Genau. Minas Geres. Spezialeinheit des Industriezeitalters, dass das Kriegsschiff ersetzt, ist stärker. Er ist einfach nur stärker. Ist halt ein gutes Kriegsschiff. Und die sind ja in der Regel auch billig zu bauen. Etwas billiger halt. Braucht Kohle statt Öl. Das ist wahrscheinlich sein Vorteil. Grundkosten 430. Nahkampfstärke 70, 80. 70, 80 Nahkampf, Fernkampfstärke. Kriegsschiff 60, 70, etwas stärker als unseres. Ist etwas teurer zu bauen. Oh, wir verbrauchen auch nur Kohle damit. Ja, ist ein geringfügig besser. Ja, wir schaffen das schon. Das heißt, wir müssen jetzt wir müssen jetzt umpositionieren. Wir müssen Leute rüberschicken zu den Azteken. Auf jeden Fall. Leute müssen zu den Aztekengrenzen rüber. Wir greifen die beiden parallel an und holen uns erstmal deren Hauptstädte, dann gucken wir weiter. Das heißt, wir beenden das hier unten, indem wir die beiden Städte noch holen. Wir stehen direkt davor, dann kann Biene Maya nichts mehr. Und dann schnappen wir uns diese Riesenarmee. Das ist wirklich ein Klacks. Wir brauchen eigentlich nur Schiffe gegen Rio, aber dann können wir auch hier noch ein paar weitere Städte einnehmen. Wir müssen ja auch, ne? Also nur Hauptstadt reicht dann nicht. Wir holen hier mehrere Städte noch drumherum. Und dann sollten wir frühzeitig gucken, dass wir auf dem Seeweg vielleicht die Hälfte unserer Armee von hier, mindestens die Hälfte, auf dem Wasserweg, bewacht von Kriegsschiffen, oben rumschicken, hier durch das nördliche Mittelmeer durch und dann runter zu den Azteken. Hierhin. Ich weiß, das ging kompliziert, aber das hier ist länger. Ist wahrscheinlich schneller, als wenn wir uns hier durchwursteln. Ernsthaft. Also, ne? Wir können uns auch hier durchkämpfen und hier die Städte hier einnehmen, rüberziehen und dann von Westen. Das können wir auch. Wir können den Weg hier quer durch das Reich der Brasilianer machen. Und dann würden wir hier oben erstmal nur Defensive machen. Also uns hier erstmal nur mit den Armeen verteidigen und dann mit der Hauptarmee einfach hier eine Dampfrolltaktik machen. Hier die beiden Städte unten einnehmen, dann Richtung Nordwesten raus, hier aufrollen und dann weiterziehen Richtung Westen rüber. Übers Wasser Azteken. Das Problem ist, das ist alles kein Problem. Das Problem ist nicht, dass wir das nicht schaffen. Das Problem ist, das dauert. Vorteil auf unserer Sache, die Azteken haben noch keine Mauern. Das kann sich ändern, sobald die urbane Verteidigung erforscht haben. Aber das dauert alles Zeit. Und es wäre schöner gewesen, der alte Plan, alle vier auf einmal anzugreifen, zu überraschen und die Hauptstädte zu nehmen. Weil es kommt ja demnächst die Überschwemmung. Also die klassische Taktik, auf die wir jetzt zurückgestoßen werden, dass wir einen Klumpen haben, mit der wir jetzt durch die Welt hindurch wummern, das, was man normalerweise immer macht, alle auf einen Haufen und dann sind wir eine Dampfwalze, ist angesichts des Modus Apokalypse nicht das Klügste. Ich hätte es lieber, wir hätten so intelligent, überraschungsmäßig an vier Punkten zuschlagen können. Na ja, mal gucken, wie es so wird.